Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir Bills Training abgeschlossen und jetzt machen wir uns auf zu ein paar Parallelquests. Ich habe Krillin gefunden, der hat jetzt, ich musste bei ihm nicht irgendwie so einen Anfangskampf machen und finde ich gut. Er hat einfach so gesagt, ja, du willst wieder mein Schüler sein, okay. So, weiter geht's. Ich habe schon ehrlich gesagt eine versucht zu machen, und zwar Potara Krieger, bin aber verreckt, habe wieder Zeit verschwendet. Da habe ich mir gedacht, versuch's halt nochmal, hoffen jetzt nicht nochmal, ohne zu verrecken. Ich bin sehr starke Charaktere mal rein. Weil dann ist wieder so eine blöde Mission, wo ich jemanden beschützen muss. Natürlich wurden am Ende wieder so viele Ultimates geswammt, dass Beschützen ja nicht eine Option war. Da kotzt du mich so an schon wieder. Deswegen habe ich irgendwie so aus Rage die Aufnahme einfach beendet. Also ich weiß jetzt schon, was hier auf mich wartet. Ja. Ich muss Superbleh beschützen natürlich. Er lässt sich natürlich von alles fertig machen. Ja, gleich sehen wir. Mixer. Jetzt bringt er halt auch nichts mehr. Jetzt hast du schon leicht verloren. Sehr beeindruckend. Gleich weg. Ich finde aber richtig blöd, dass man nicht mit Heilgegenständen irgendwie die Dinge heilen kann. Am Ende sind die Gegner alle nicht auf mich losgegangen, ne? Die sind natürlich wieder alle auf Bu gegangen. Da bin ich voll fertig gemacht. Naja. Ja gut. Ja, keine Ahnung. Ich habe es einfach aufgeregt, dass ich wieder so am Ende ein bisschen verreckt bin. Und wieder 10 Minuten so verschwendet habe. Deswegen habe ich einfach beendet. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Jetzt mal habe ich schon wieder ein bisschen Schaden gehabt mit Bu. Ist ja da gar kein Schaden. So. Kann noch einen Weg gehen. So, jetzt der Kampf ist sehr schwierig, finde ich. Ich finde Gotenks so nervig, ne? Mit ihren verdammten Sprüchen und so, ne? Ich finde die so nervig. So, Hauptsache Bu rennt nicht hier wieder in Ultimates rein, das wäre sehr doof. Kommt noch. Warte mal, gegen welche Charaktere, so wie jedes Mal. Ja, super. Was ist das? Nein, der geht auf Bu los. Weil muss man sich mal vorstellen, ne? Meine Charaktere sind auf Level 80. 84. Die Gegner sind auf Level 45. Ich habe es im letzten Kampf hier nachgeguckt. 45, ja. Die schaffen es nicht, irgendwie gegen die anzukommen. Die schnell genug fertig machen. Aber wenn ich irgendwie so Missionen machen muss, wo, weiß ich nicht, eine bestimmte Person verrecken lassen muss, ja, dann kommen meine Computerkarte und machen alles fertig. Ja, rate mal, gegen wen wir kämpfen müssen. Son Gohan und Son Goku. Ich
Spätestens in diesem Kampf ist mir aufgefallen, die sind wirklich die einzigen, die anderen ihr Super Kamehameha spammen. Ist mir aufgefallen, die spammen immer ihr Super Kamehameha. Immer die beiden. Immer Son Goku und immer Son Gohan. So, Son Goku hat letztens Bu getötet, also ja, tschüss. Kannst jetzt mal schön verrecken. So. Ja. Weiter bin ich übrigens nicht gekommen. Ich habe erst Son Gohan platt gemacht. Dann hat Son Goku Bu platt gemacht mit seinen ganzen Super Kamehamehas. Der nicht wenig gespammt hat. Überhaupt nicht. Ja, oh, ja, Peter sind noch sehr gut. Was ist das? Sehr gut. Wissen ja Kamehameha? Achso, Son Goku. Ich habe ja den auch mitgenommen. Oh nein, das ist nicht gut. Keine Ausdauer. Die Musik ist so Majin Buu-Saga, ne? Hört man echt die Buu-Saga raus. Was ist das? Eigentlich muss man erst Son Gohan erledigen, ne? So habe ich irgendwie gedacht. Also war ja die Reihenfolge. Was ist das? Oh Mann, das ist Buu nicht ganz sicher gewesen. Und die anderen beiden können ruhig frecken. Finde ich sowieso irgendwie blöd. Warum kann ich nicht meine... Warum kann ich nicht meine Dings hier heilen, die dich beschützen muss? Warum kann ich sie nicht heilen? Was ist das? Mein Gott. Boah, echt? Seht ihr genau, meine ich, der kratzt mich jetzt schon wieder an. Jetzt hat er wieder die Hälfte. Oh Mann. Vegeta! Oh Gott. Sehen wir zum ersten Mal Vegetto. Wir gar nicht wissen, welches Level der ist. Wir hätten sie ruhig auch eine zweite Lebensbalke spielen können. Ein stärkster Dragon Ball Z-Krieger. Bitte, wieso Vegeta voll geil? Ich glaube, so mit Super Saiyan 2 Son Gohan, während der Cell-Saga, einer meiner Lieblingscharaktere. So, tut mir leid, ich muss den Kampf aber schnell beenden, weil ich keinen Bock habe, dass du irgendwie. Ja, ne, der kann sich aber bestimmt in Super Vegeta verwandeln. Das ist ja immer der geilste Kampfstil von allen. Was zum Teufel? Okay, wir haben es geschafft irgendwie. Schade, der hat sich nicht in Super Vegeta verwandelt. Haben wir den jetzt als Charakter jetzt so geil? Ich will schon nicht dauernd in meinem Team haben. Habe ich Son Goku und Vegeta gleichzeitig als Teammitglied. Ja, ne, warum kann man eigentlich nicht mit Vegeta trainieren? Das wäre doch mal das geilste überhaupt. So, Zellspiele fortgesetzt. Jetzt bin ich wütend. Son Goku. Was machen denn Gul oder? Zellspiele fortgesetzt, okay. Jawohl. Ma.
Super Saiyajin. Warum nicht Super Vegeto? Doch, Super Vegeto da unten. Yosha! Und ja, Son Goku nicht. Und ich Vegeto dabei, ja. Meine Lieblingscharaktere. Wenn er sich in Dings verwandeln würde, in Super, zweifachen Super Saiyajin. Das ist doch meiner Meinung nach die geilste Transformation von allen. Und Vegetos. Darf ich vorstellen, das ist Super Vegeto. Siege von Gohan, Vidal und Piccolo. Erstmal. So, wenn immer nur ein Gegner kommt, kein Problem. Ja, ich muss nur jemanden beschützen. Was ist das? Gehör nicht gegen dich. So ein Super Saiyajin. Ah. Sehr gut. Kommt jetzt oder Rest. Da mache ich aber das hier. Aber ich will Guldo. Guldo. Wie oft hat das Genio-Kommando eigentlich schon hier auf die Fresse bekommen in dem Spiel? Viel zu oft, glaube ich. Oh. Fähigkeit halten ist schon mal sehr gut. Alle den bombardieren, ey. Das ist der Grab vom Dingens hier, vom Geisterschwert. Den er eingesetzt hat immer. Vorher eigentlich jetzt, ich habe übrigens schon wieder eine Fähigkeit bekommen. Naja. Oh doch. Da wird so ein Hurricane einsetzen, ey. Ah, oh, die kommen auch noch. Also doch mal Zellspiel hier. Leben, ey. Was ist das? Komm. Ich finde schade, dass sie in der deutschen Version nicht zwei Stimmen auf einmal genommen haben. In jeder Version ist halt so geregelt, dass beide Synchronsprecher sprechen bei einer Version, aber in der deutschen Version finde ich ein bisschen schade. Hat irgendwie was so. Die Deutschen machen das natürlich durch. Oh. Das willst du abwehren? Genau. Guck mal, das abzuwehren. Oh, lass die letzte Mal hier ankommen, bitte. Perfekt. Du bist eigentlich noch gar nicht hier zu der Zeit. Die normalen Videos, die habe ich gerade gar nicht. Was? Oh. Bumm.
Das ist ein Kamehameha. Ja. Ja. Komm her. Können wir ruhig die ganze Zeit wiederholen. Kein Ding. Ich hab ja keine Ausdauer mehr, ne? Seht ihr, was ich meine? Son Gohan und Son Goku. Die tun immer am meisten ihre Ultimate Spam. Muss man mal drauf achten. Spielt mir nicht ein, ne? Und dann wieder. Oh. Ich weiß, ich spam auch die ganze Zeit meine Ultimates, aber wenn die das auch machen, sehe ich irgendwie keinen Fehler darin. Das ist auch manchmal keine Chance hier gegen die Gegner. Na guck mal, ich bin ja Level 84. Ich kann ja nicht mal mit dem Level wieder gut machen. Ich muss ja irgendwie was machen. Und Saiyajins sind ja angeblich dafür bekannt, hohe Angriffskraft zu haben. Deswegen frage ich mich ja, warum ich nicht so einen riesigen Schaden mache, wie ich mir vorstellen könnte. Steht ihr? Wir müssen ja eigentlich die sein, die ja am meisten Damage machen müssen. Boah, jetzt geh nochmal. Mixer. So. Ja, schau mal noch eine, ich weiß nicht. Oh, und ach, Kampfhosen gab es hier, genau. Oh, eine müssen wir vielleicht noch schaffen. Aber schon die Hälfte von denen, die wir noch machen können. Glaube ich. Wahrscheinlich werden noch welche freigeschaltet, wenn wir irgendwie in der Story weiterkommen mit diesen Kristallsplittern. Ja, wir müssen so Kristallsplitter sammeln. Endzeitspannung. Oh, dann haben wir 80%. Noch ein Freezer-Albtraum. Oh, nee. Oh, nee. Muss ich Freezer beschützen. Oh. Das werde ich nicht schaffen, das sage ich jetzt schon. Nicht beim ersten Mal. Ja. Muss ich große Bandagen rausholen. Ja, super. Muss ich schon wieder Freezer in der ersten Form schützen? Leck mich. Die Mission habe ich schon gehasst, als das irgendwie mit einem, weiß ich nicht, gegen Son Goku oder so gekämpft habe. Ich hatte schon gehasst. Da geht auch nicht sehr gut. Oh nein, die stehen sich gegenüber. Ich habe nur gesehen, wie die sich so anstarren. Hab mich schon nervös gemacht. Wollte mal einen Kampf sehen, der nur mit Super-Angriffen abgeschlossen wird. Mit Ultimate-Angriffen. Lässt sich gerne einrichten. Hier. Also eine Beschützermission sehe ich da echt kein Skrupel. Er kann nur nach hinten losgehen. Auf Freezer ist da hinten alleine. Oh gut. Jetzt kann er sich gut beschützen. War aber knapp. Meine rechte Hand schläft auch noch ein. Wir sind jetzt beide bei Freezer. Das Problem ist ja nicht, immer so in normalen Kämpfen zu überleben. Das Problem ist immer nur zu überleben, wenn am Ende irgendwie irgendwelche Leute immer ihre Ultimates spammen. Auf Fähigkeit halten, sehr gut. Und wahrscheinlich verreck ich jetzt, weil ich eine Fähigkeit bekommen habe. Oh, ich war den gerade töten. Jetzt lebt er noch, ne? Oh. Kidbu tut auch auf seine Ultimate einsetzen, glaube ich. Ein paar Mal, als ich immer gegen ihn gekämpft habe.
Danach müssen, glaube ich, noch Son Gohan und Vegeto kommen, ne? Wenn ich mir das richtig angeguckt habe. Glaub mal bloß, ich tue jetzt nicht nur meine Ultimates spammen. Genau. Oh, der geht auf mich gut. Schlecht für mich, aber gut für die Mission. Komm schon, nein. Was ist das? Jawohl. Okay, da kommt noch jemand. Vegeto. Und Gotenks, okay. Impossible. Kann Vegeto überhaupt für Ultimate? Final Kamehameha, Urknall Kamehameha. Wo ist Frieza? So. Mann, hier geblieben. Hier geblieben. Oh, echt. Soll ich. Du kommst, Vegeto. Was? Ding ist es noch da, ne? Oh Gott. Oh Gott. Und der hat zwei Balken. Oh Gott. Gott, das wird jetzt nicht gut. Oh Gott. Oh nee. Ja, du hast auch zwei Balken. Ne, du hast nur einen. Wollte schon sagen. So stark ist Gotenks auch nicht. Finale Pose. Ich kümmere mich erstmal um ihn hier. Er kommt da hinten klar, oder? Oh nein. Oh nein, der ist auf mich, oder? Ouch. Was hier für Leute aufeinandertreffen, ne? Okay, du bist mir so gefährlich mit deiner Ultimate. Die hat vorhin komischen Flächenangriff. Das ist doch nicht normal. Was kommt der mit seine? Abbrechen, sehr gut. Schaffen wir auf jeden Fall die Ultimate mal. Okay, ich kann Freezer nicht sehen, wo ist er? Schade, dass es nicht Super Vegeto in zweifacher Super Saiyajin nur dreifache Super Saiyajin Form gibt. Weil theoretisch müsste halt eigentlich klappen. Ich meine, Gotenks konnte zu Dingens werden. Zum dreifachen Super Saiyajin. Warum soll denn dann Vegeto nicht zum dreifachen Super Saiyajin werden? Ich meine, besteht er aus einer Fusion von einem dreifachen Super Saiyajin? Steht er? War nur nicht nötig, sich in den Dreifachen zu verwandeln gegen Super Buu. Weil er schon so voll überpowert war als normaler Super Saiyajin. Solche Theorien finde ich mal wieder richtig geil. Nur aufgestellt werden hier. So, kannst du jetzt mal befrecken? Mein Gott. Ich habe gesehen, wie viele da auf einmal auf den losgegangen sind. Also, das war ein Kampf. Boah, geil, ich hab das freigeschaltet. Das Ultraschwert oder Geisterschwert, meine ich. Ultraangriff, Geisterschwert, meine ich. So, das müssen wir von dem Rang eigentlich auch schon alle erledigt haben, ne?
Okay, da war mal gut, da war ein guter Kampf. Fand ich jetzt. Ja, ich guck beim nächsten Part, wie weit wir sind. Ich würde dann jedenfalls sagen, ich beende Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.